Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Viel Spaß und wir sehen uns gleich. So, wir haben absolut einen neuen Content mal. Wir probieren mal das U-Fest hier aus. Das mache ich mal mit euch zusammen. Im Kommentar selbst sogar drin. Bin sogar ein bisschen strange, das so zu machen. Wir probieren es jetzt mal. Einfach ungeschnittene Action. Total doof. Wir machen ein, zwei Sachen. Ich werde wahrscheinlich jetzt ablosen. Ich habe ein bisschen geübt, aber das wird nichts bringen. Ich weiß es jetzt schon. Ich bin sowas super schlecht. Für uns jetzt hier ein bisschen mehr Energie wieder. Wir sind ein bisschen ausgelaugt. Ich habe ja, wie gesagt, ein paar Sachen ausprobiert. Bogenschießen und so. Vielleicht hilft es ja, aber hier ist nichts. Wir können es ja gar nicht aufwärmen. Oh shit. Interagieren. Quatsch. Hier ist nichts zum Regenerieren. Hier ist die Randvi. Da gehen wir später hin. Sodele. Ist denn hier irgendwas, das wir noch regenerieren? Nein, hier ist auch nichts. Keine Speicher mehr da. Hab ich schon lange aufgebraucht hier. Anscheinend. Gehen wir hier rum? Nee, da ist nichts. Okay, gehen wir mal zum U-Fest runter. Aber andere brauche ich mehr Energie. Habe ich hundertprozentig nichts für. Fürs Prügeln ist schwierig. Weil ich kann euch mal sagen, mit dem Controller das zu spielen, ist irrsinnig schwer. Gerade wenn es um Bogenschießen geht. Ich sage euch mal das Bogenschießen. Das sind die Tier 4. Hier. So. Schaut mal hin. Willst du es jetzt versuchen? So. Das allerbeste, was ich mal hatte, war 680. Ich weiß es nicht. Jetzt mal nachgucken, wie viel man braucht, um euch eine Auszeichnung zu bekommen. Bringt so einen Standard 15 von diesen Marks hier. Sammel dich für einen Moment und dann los. Verarscht mich jetzt die Frau. Die Zeit ist fast um. Na, seht ihr, wie doof das nicht ist? Schlecht, aber ich weiß, dass du es besser also ich kannst. Finde das Spiel Versuch da schon extrem mal. Verbuggt. Das ist mega bugfest, wird das eigentlich heißt, nicht U-Fest. Wieder 15 Mark hier gewonnen, das ist nichts. Jetzt zeige ich euch den größten Betrug hier. Neben den Boxen. Pass mal auf. Mit Controller ist das irrsinnig schwer. Aha, bereit zu trinken? Ja, ja. Aber sicher. Vor allem, wenn der gewinnt und einen beleidigt, kann man den gar nicht knallen.
Und los. Seht ihr? Dann passiert dem das nicht. Scheiße. Ich hab schon verloren. Ich hab schon verloren. Mann! So langsam. Und wie weit der schon ist, ich krieg den gar nicht eingeholt. Scheißdreck. Verloren. Ach, komm on! Das ist beschiss, das Spiel. Nee, das finde ich den größten Beschiss und ich will den am liebsten eine reinhauen. Ja. Guck mal hier. Komm, ich mach's nochmal. Ich sag's dir schon, dass es. Das Spiel ist beschiss. Aha, bereit zu trinken. Ich verliere ja nichts hier, ne? Aber. Aber sicher. Nur, dass ich das Trinkfest nicht nie einmal gewonnen habe. Und nochmal. Mist. Kacke. Das ist verpackt, ey. Spiel ist beschiss. Das Spiel ist beschiss. Du trinkst wie ein nuckelnder Säugling. Streng dich nicht. Bei dem Pisser würde ich sogar in eine reinhauen. Guck mal, nicht mal anzünden kann ich ihn. Jetzt brauchst du irgendwie Energie. Was ist das hier? Mal hier hin. So, der von uns. Du scheinst dich in deinem neuen Geschäft wohlzufühlen. So ist es. Ich habe auf meinen Reisen einige einzigartige Gegenstände gefunden. Ich würde sie für Julmarken eintauschen. Willst du das Angebot sehen? Nee. Nee. Der Jagdbogen ist vielleicht was, aber das Schild, naja. Das ist mein ganzes Geld weg. Nee. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Ne, das ist schon mal Schrott. Also der wollte mich verarschen, also das. Ne, ich werde der.
Ja, Leute, das U-Fest ist nicht gerade so besonders. Ist immer verbuggt. Es sind immer viele Fehler hier drin. Kann die verschiedensten Sachen machen. Aber im Prinzip ist es... Das gehört nicht dazu. Das Trinkfest, das Boxen ist drin. Ihr könnt jetzt hier was so machen. Ihr könnt es hier anheuern da hinten. Aber hier ist nichts. Was es jetzt rechtfertigen würde, dass man da was macht. Hier ist der Gunnar. Der ist wahrscheinlich jetzt im Moment gelangweilt. Was kann ich für dich an diesem herrlichen Tag tun? Panne. An diesem herrlichen Tag. Würdest du mal perfekt aus dem Weg gehen. Ja, Leute. So, U-Fest ist nicht besonders... Juli? Was ist das hier? Was ist das denn für einer? Was tust du hier noch gleich? Wenn ich dir etwas tätowieren soll, komm einfach vorbei. Der steht da einfach mit dem Rücken zu mir. Du kannst mir jeden Entwurf mitbringen, den du findest. Aber ohne Laden keine Tätowierungen. Baue etwas für uns, sobald du kannst. Und wir machen uns ans Werk. Nun muss ich gehen. Auf bald. Bis bald. Schlauberger. Ohne Laden geht nichts. Na gut, okay. Das war schon das U-Fest. Also es ist wirklich mega uninteressant. Hier könnt ihr Pferdis kriegen, wenn ihr wollt. Ein schöner Tag heute. Ein schöner Tag heute. Echt? Das war heute saukalt. Dann sagt er, schönen Tag. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das U-Fest so findet, aber ich finde es meistens lästig. Oh. Hier ist nix. Hier sind keine Bärensträucher mehr. Was war das denn? Das war ja total seltsam. Ne. Also ich muss euch enttäuschen hier, Leute. Also in Reflatov ist nicht sehr viel, was ihr machen könnt. Wer das U-Fett kennt, ja. Der wird nicht sonderlich überrascht sein. Gucken wir mal hier, was für der? Was muss ich hier? Das ist ein gutes Schwert. Aha. Wieder was Neues. Ist das alles? Dieses Festmahl muss großartig werden. Ja, es ist unsere letzte Chance. Chance, nicht Chance, sondern Chance. Willkommen in Hefnatorp. Ich bin Eivor. Aber das scheint ihr ja schon zu wissen. Du bist uns wohl bekannt. Ich bin Turka Sinriks Dotter. Und der fränkische Langweiler ist mein Berater Piers. Wir sind hier im Namen von Siegfried vom Frankenreich. Berühmter Krieger und Anführer der dortigen Nordmänner. Ihr scheint euch hier schon heimisch zu fühlen. Wie sollten wir auch nicht? Was ihr hier aufgebaut habt, ist wunderbar. Das Gästehaus fügt sich gut ein. Wir haben zudem neue Geschmäcker aus dem Frankenland für eure Tafel mitgebracht. Habt ihr Durst? Dann kostet von unserem Würzwein. Sehr großzügig. Einige würden sagen. Ich weiß ja jetzt nicht, ob das schon vorher schon so bekannt ist. Ich habe da nicht drauf geachtet, aber. Von meinem Onkel Siegfried. So von Clan zu Clan. Nee, das war vorher nicht da. Das war nur aus, mit dem würde Blut fließen. Ich nehme es also an. Sehr gut, du ehrst uns. Hefnatorp erinnert mich daran, wie das Frankenland einst war. Wenn ich könnte, käme ich oft zu Besuch.
Du wärst willkommen. Jedoch bringt ihr eure Gaben sicher nicht ohne Grund. Ich warte auf den Gefallen, um den ihr uns bitten werdet. Was man über deine Urteilskraft hört, stimmt wohl. Lass mich gern heute bei Ale an deiner Weisheit teilhaben. Beginnen wir? Dann schauen wir mal, ob diese fränkischen Leckerbissen etwas taugen. Essen wir! Kann man nur Ale dem Wein vorziehen. Gott, ich werde es nie verstehen. Ihr Nordleute besiegt uns Franken vielleicht auf dem Schlachtfeld. Doch im Trinken sind wir ungeschlagen. Ich gebe zu, dieser Wein gefällt mir. Also haben Nordlinge doch etwas Geschmack. Ich will euch etwas zeigen. Auf unseren Reisen durch Englerland nahm ich in Raubzügen und Schlachten Schwerter an mich. Dieses holte ich mir in einem Holmgang gegen zwei einfältige Brüder in East Engla. Es mag nur ein Wundenzweig sein, und doch ist es mein Liebling. Ihr habt also alle Winkel dieses Landes bereist, bevor ihr nach Hefnatorp kamt. Wozu? Ich möchte dich und deinesgleichen für die ruhmreichen Raubzüge entlang der Sequana gewinnen. Mit wem hast du bisher gesprochen? Mit vielen. Jarl Heming, Gudrum, sogar Halfdan. Harris selbst soll belagert werden. Und danach werden wir mehr Reichtümer angehäuft haben, als sich irgendwer in Englerland vorzustellen wagt. Lass mich raten, wie viele Jarls sich deinen fränkischen Raubzügen und Belagerungen anschließen. Keine. Sie begreifen das Ausmaß der Schätze nicht, die wir erbeuten können. Was willst du wirklich, Toka? Jedes Wort, das ich sprach, ist wahr. Aber da ist noch etwas anderes. Eine neue Macht erhebt sich im Frankenreich. Eine Macht welcher Art? Die fränkischen Königreiche wurden unter einem König vereint. Dem fetten Charles. Und mit dieser vereinten Kraft wendet sich Charles nun langsam gegen die nordischen Dörfer. Er tötete meinen Vater und löschte mein Dorf aus. Für deinen Vater und dein Dorf tut es mir leid. Wir haben jedoch unsere eigenen Sorgen hier in diesem Land. Bleibt Charles an der Macht, werden diese Sorgen wachsen. Nachdem er im Frankenreich fertig ist, wird er nach Englerland kommen. Charles wird dich und deinen Clan verfolgen. Seine Heere verdoppeln sich täglich. Echte Krieger, auch Berittene. Kein Vergleich mit euren sächsischen Bauern und Fischern. Wenn der Rabenclan euch helfen sollte, was würdest du von uns verlangen? Unser Anführer Siegfried bereitet die Belagerung von Paris vor, damit die Franken ihre Taten wieder uns Nordleute überdenken. Und nebenbei werden unsere Langschiffe vollgeladen mit Schätzen. Meine Späher bestätigen die Behauptungen Tokas und ihrer Leute. Doch zuvor sah ich keinen Grund, unseren Clan einzubringen. Siehst du diesen nun? Hat dieser wahnsinnige König Charles es wirklich auf Englerland abgesehen, sollten wir handeln. Dieser Siegfried, von dem sie sprach, versammelt dort Nordleute. Uns ihm anzuschließen, könnte die Gelegenheit sein, sich dem neuen König zu widersetzen. Oder ich könnte diesen Charles selbst treffen. Und ihn, wenn er nicht verhandeln will, töten. Unser Problem geht über einen König hinaus. Töten wir einen, kommt ein anderer. Sollte er durch einen unserer Nordlinge aus Englerland erschlagen werden, könnte das die Franken noch eher zu uns treiben. Dann werde ich abwägen, wen ich im Frankenreich töte und mit wem ich mich verbünde. Ein ruhiger König könnte Hefnatorp Sicherheit bringen. Lass mich das Schwert sehen. Ich will die Schmiedekunst begutachten. Nein, das ist mein Diebesgut. Na schön. Willst du es mir nicht zeigen, muss ich es mir nehmen. Mach dich bereit, Piers. Ich fordere dich zum Holmgang heraus. Toka,
Du kamst hierher, um Hilfe gegen diese neue fränkische Bedrohung zu finden. Der Rabenclan wird dir beistehen. Wirklich? Wirklich? Ich verspreche dir, ihr werdet es nicht bereuen. Suche Piers auf, wenn ihr bereit seid, und wir brechen umgehend ins Frankenland auf. Hab Dank. Geblieben. Tucker sagte, ich solle zu Piers gehen, wenn ich bereit für die Reise ins Frankenland bin. Jo, aber diese Geschichte machen wir ein andermal. Das ist ja die Geschichte vom DSC und das gehört jetzt erstmal nicht hierhin. Aber wir haben es jetzt mal gesehen und haben so die Connection mit der Tuka schon mal geschlossen. Aber das kommt ja weit, weit, weit in Zukunft noch erst. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, Leute. Hat echt Spaß gemacht. Wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal und lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, um den weiter zu unterstützen. Lasst mal einen Kommentar da, wie ihr das letzte Video gefunden habt. Und wir sehen uns dann wieder. Ne? Auf bald und ciao, ciao.